Auf meinem Rechner kann ich mich zwischen zwei Sortierstandards entscheiden. Das heißt, wie in Excel sortiert wird, hängt ja von meinen Grundeinstellungen auf dem Rechner ab. In Spalte A befinden sich Namen Müller, Müller mit UE, Müller mit Ü und ein Herr Muhle. Und hier als dritter Buchstabe ist ein L, da ein E und da ein H. Jetzt, wie sortiert das System, wenn ich jetzt hier auf Sortieren klicke? Ich wähle hier oben den Sortierschalter aus, von A bis Z sortieren, und ich sehe Müller, Muhle, Müller. Also der nimmt mir meine Müllers nicht zusammen. Das UE hier sieht er anders als das Ü hier unten. Ja, das müssen wir halt, wenn wir das nicht so sortiert haben wollen, ändern, und zwar in den Regionaleinstellungen. Ich drücke die Start-Taste, meine Windows-Taste, und tippe Region, Region. So, da sehe ich schon Region. Klick dort drauf und wähle die weiteren Einstellungen. Bei der Sortierung oben, dem fünften Register, sehe ich, dass nach der Standardsortiermethode Wörterbuch sortiert wird. Und da kann ich auf Telefonbuch wechseln, nach DIN, klick auf OK und habe jetzt hier eine ganz andere Sortierung. Ich sortiere mal wieder nach Zahlen hier. Moment, ich mache mal alles durcheinander. Ja, alles durcheinander hier sortiert. Ich sehe hier Müller, Müller mit UE, Muhle. Und jetzt sortiere ich. Jetzt ist mein Telefonbuch hier hinterlegt. Ich sortiere von A bis Z. Und da sehe ich auch Müller mit Ü, Müller mit UE, Muhle. Also, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, das UE wie ein Ü aussehen zu lassen. Warum ist denn Müller vor Müller mit UE? Gucken wir mal. Ich mache es mal rückgängig. Der Stand oberhalb hier. Der Stand oberhalb. Was wäre denn, wenn ich hier oben noch einen Müller hätte? Statt Jülich hätte ich noch einen Müller mit UE, also zwei von den Müllers. Klicke auf Sortieren, klicke auf von A bis Z sortieren. Dann sehe ich Müller, Müller, Müller. Das ist dem System egal. Ü, UE wird identisch geschrieben. Also meine Umlaute, ja, werden hier identisch behandelt, und das wäre der Telefonbuchstandard. Ich wechsle über die Region wieder zurück. Ich weise das jetzt auf meinen Standard, auf die Sortierung, Wörterbuch, und weiß, wenn das System mir nicht so sortiert, wie ich es erwarte, kann ich es umstellen. Ich kann es auch für den Moment einmal umstellen, dann jederzeit zurückgehen. Ja, weil die Auswirkungen, ich habe es jetzt zurückgemacht, die gelten natürlich nicht nur hier für Excel, sondern auch für andere Systeme. Manchmal liegt es halt nicht an Excel selbst, warum die Dinge so sind, wie sie hier erscheinen, sondern man muss sich die Systemumgebung anschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Tutorial.